Hallo Freunde! Mittlerweile gibt es so gut wie für jede erfolgreiche Geschichte eine fast identische Kopie, in der sich meist nur Charaktere und wenige Details unterscheiden. Gerade im Cartoon-Bereich kommt es immer wieder zu dreisten Kopien erfolgreicher Filme und Serien. In den meisten Fällen bekommen wir von diesen nichts mit, da sie normalerweise in Ländern herausgebracht werden, in denen das Original nicht ausgestrahlt wird bzw. wurde. Heute 7 unverschämt dreiste Cartoon-Kopien. Los geht's! Samsonats. Die meisten von euch werden schon auf den ersten Blick erkennen, welche erfolgreiche Serie hier kopiert wurde. Sogar die Melodie vom Intro ähnelt frappierend der großartigen Komposition von Danny Elfman. Aber die Pauken schlagen einen anderen Takt. Etwas stimmt da nicht. Nun, es sind ja auch nicht die Simpsons, sondern die Samsonats. Die meisten nehmen jetzt wahrscheinlich an, dass diese Serie aus Fernost stammt. Doch tatsächlich stammt sie aus Georgien und läuft dort seit dem 8. Dezember 2010. Die Serie wird billig in Tiflis an wenigen Computern produziert und sieht auch aus wie eine bessere Webanimation. Familienvater Gela arbeitet in einer Bank. Seine Frau Dodo ist das gelangweilte Negativbild einer Hausfrau. Es gibt nur 2 Kinder. Shorena trägt die gleiche Kette wie ihr Vorbild Lisa Simpson, knutscht aber mit wechselnden Freunden hin und her. Und Gia, der Junge, hat genauso wie Bart nur Unsinn im Kopf. Weder Hund noch Baby gibt es, dafür aber einen sprechenden Papagei. Oben, bei einem Film, der so ein riesiges positives Feedback von einem gewaltigen Publikum bekam, war es nur eine Frage der Zeit, bis jemand das Erfolgskonzept auf identische Art und Weise neu produziert. Und genau das geschah mit dem Film What's Up, Balloon to the Rescue, der auf DVD herausgebracht wurde. Und das nur 3 Monate nach dem Original. Alles ist vorhanden, vom Ballonhaus bis hin zur Kombination von einem Jungen und einem alten Mann. Genau wie in der Vorlage folgt die Story den Abenteuern dieser beiden Charaktere, die immer wieder gegen eigenartige Monster kämpfen müssen. Merida. Disney-Filme sind allgemein ein beliebtes Ziel für Kopien. So gibt es für so gut wie jede Disney-Marke auf irgendeine Art und Weise eine Kopie. Der Film Merida aus dem Jahre 2012 gilt nach wie vor als einer der solidesten und anspruchsvollsten Filme mit einem einzigartigen Flair. Der Film handelt von der rothaarigen Prinzessin Merida, ihren Abenteuern und ihren Entscheidungen. Die indische Produktionsfirma Shemaro Entertainment nahm sich das Erfolgskonzept und machte schnurstracks einen eigenen Film daraus. Auch hier geht es um eine rothaarige Prinzessin und ihre Abenteuer. Die meisten Kernelemente sind beinahe identisch. Was auch noch interessant ist, ist, dass der indische Film tatsächlich beim Delhi Film Festival den Preis für den besten Zeichentrick gewann. Kung Fu Panda. Bei billig und schnell produzierten Kopien erkennt man schon zu Beginn, was sie ausmacht. Sie nehmen all die einzigartigen Dinge aus Erfolgskonzepten und spucken sie in kurzer Zeit und schlechter Qualität wieder aus. Das muss natürlich nicht immer zutreffen. Es gibt auch gelungene Kopien, aber nicht diese hier. Dieser brasilianische Cartoon handelt von einem riesigen Panda, der in einem Kung-Fu-Dojo arbeitet. Jedoch ist sein größter Traum, ein berühmter Tänzer zu werden und irgendwann die Hauptrolle in einer Tanzvorführung zu besetzen. Das einzige Problem ist sein Meister, der strikt gegen das Tanzen ist und ihn jedes Mal daran hindert. B-Movie. Dieser Film hat alles andere als einen großen Erfolg gefeiert. Es ist sogar der Film, der den Pixar Studios am zweitwenigsten einbrachte. Auch wenn die Bewertungen im Internet gar nicht mal so übel ausgefallen sind, konnte sich der Film an den Kinokassen nicht behaupten. Trotz des geringen Erfolges gibt es eine Kopie davon, die voll von grauenhaften Animationen und einer seltsamen Handlung ist. Der 2007 herausgebrachte Film Plan B gilt als einer der schlechtesten DVD-Filme aller Zeiten. Hauptsächlich sind für den Ruf die Animationen und die unglaublich schlechte Story verantwortlich. B-Movie hat den Pixar Studios schon nur 200 Millionen US-Dollar eingespielt, was bei Produktionskosten von 150 Millionen US-Dollar schon fast unterirdisch ist. Also hätte man schon vorhersehen können, dass der Film Plan B keinerlei Erfolge erzielen wird. Ratatouille. Wenn 2 Filme über eine Ratte, die in einem 5-Sterne-Restaurant arbeitet, im selben Jahr veröffentlicht werden, dann ist es offensichtlich, dass etwas ziemlich faul ist. Derselbe Herausgeber, der auch What's Up, Balloon to the Rescue veröffentlichte, ist auch für Ratatouille verantwortlich. In diesem äußerst merkwürdigen Rattenabenteuer sind sogar die Namen der Hauptcharaktere identisch zu denen von Ratatouille. Das Unternehmen, das hinter diesen beiden schrecklichen Filmen steckt, ist ein kleines Animationsstudio mit dem Sitz in Sao Paulo, Brasilien. Angaben zufolge ist das Unternehmen mittlerweile bankrott gegangen. Willkommen in Gravity Falls. Gravity Falls gilt zurzeit neben Rick and Morty als einer der besten Cartoon-Serien der Welt. Und das aus vielen Gründen. Aber auch zu diesem Cartoon gibt es eine fast identische Kopie, die aus Russland stammt. Man kann sagen, was man will, aber die russische Version von Gravity Falls sieht echt gelungen aus. Auch hier verbringt der Hauptcharakter genauso wie in Gravity Falls gemeinsam mit seiner Schwester den Sommer in einem kleinen Ort. Nur hier nicht beim Onkel, sondern der Oma bzw. Babuschka. Und genauso wie in der Vorlage müssen sich die beiden mit allerlei Übernatürlichem herumschlagen.
Also die russische Version von Gravity Falls sieht echt interessant und lustig aus. Wenn sie irgendwann mal auf Deutsch erscheinen sollte, schaue ich mir sie auf jeden Fall an. Was hältst du von diesem Thema? Was hat dir am besten gefallen? Teile uns doch deine Meinung in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.